Cookies, Comic-Cookies. Spezial. Lecker. Was-Dorf-Satire. Am Freitag, dem 27. Mai 2016, war dies die Frage einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Comic-Salon. Ja, guten, ja, was sagt man, schönen Spätnachmittag. Ich freue mich immer wieder, wenn ich diesen Raum betreten darf und an diesem Sitz Platz nehmen darf. Denn hier habe ich etwas, was ich im Radio, ich arbeite dort bei Deutschland, bei der Kultur und Deutschland, nicht habe, nämlich eine Erdogan-Taste. Ich kann jedem hier im Raum das Wort entziehen, indem ich auf diese Taste drücke. Das ist natürlich fantastisch. Ich weiß nicht, ob mein Oberbürgermeister in Erlangen das braucht, aber es gibt es. Ich begrüße Sie zu unserem Podium über ein Thema, das die Deutschen seit 100 Jahren beschäftigt. Was darf die Satire? Die Antwort ist immer ziemlich klar. Alles, und dann kommen die Einschränkungen, dann liest man das Strafgesetzbuch und etliche andere Gesetzbücher oder guckt mal, was im Zivilrecht passiert mit Markenrecht. Da kann man ganz mies in die Falle geraten als Künstler, wenn man etwas parodiert, eine große Firma parodiert. Die Titanic hat da sehr schmerzhafte Prozesse, zumindest in den 80er und 90er Jahren gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Metier inzwischen überhaupt meiden. Also ich habe ja angefangen, kennt jeder, der älter ist, noch die Jägermeister-Parodien. Ich glaube, das war das erste große Prozess, gegen das die Titanic Anfang der 80er Jahre hatte. Ich trinke die Knast. Das kenne ich nicht mehr. Kennt nicht mehr. Nee. Ja, ich würde auch sagen, damals hätten Sie auch die Titanic in Ihrem Alter nicht lesen dürfen. Aber da war sie noch gut. So, also wir sind heiter gestimmt. Wir lesen auch nachher entsprechende Passagen, die erlaubt sind zu verlesen auf dem Möbel. Gäste, neben mir sitzt Katharina Grewe. Katharina Grewe ist Comic-Autorin eigentlich, von, was heißt eigentlich, aber sie hat mal Architektur studiert. Sie steht auf der Nominierungsliste zum Max-und-Moritz-Preis dieses Jahr und sie hat etwas erreicht mit einem Bild, naja, das ist sozusagen das Pendant zu den 15 Minuten Borussia Weltberühmtheit. Ich sage nur, wie heißt das? Holy Straw Sack, Tomorrow I Quit. Können Sie das kurz erzählen für alle, die dieses Bild nicht kennen? Ja, also es handelt sich dabei um einen Cartoon, den ich eigentlich anlässlich des Todes oder nach dem Tod von Loriot für die FAZ gezeichnet habe. Und dieser Cartoon fasst den relativ berühmten Loriot-Sketch von dem Lottogewinn zusammen. In diesem Cartoon sitzt der Papst vom Fernseher. Im Fernseher werden die gezogenen Lottozahlen gezeigt und es sind 6 richtige plus Superzahl. Der Papst hat alle richtig und denkt, heiliger Spruchsack, morgen kündige ich. Dieser Cartoon, also erstmal ja irgendwie so ganz süß, und dieser Cartoon wurde dann abgedruckt in einem Abreiß, in dem Espresso-Abreißkalender für 2013, und zwar auf dem Blatt am 10. Februar. Der 10. Februar war ein Sonntag, und wie der Zufall und Gott es wahrscheinlich auch wollte, trat oder verkündete Papst Benedikt am 11. Februar 2013. Weil ich nicht darauf geachtet habe, auf welchen Tagen meine Cartoons gelandet waren. Aber eine Abgeordnete der Grünen in Westdeutschland besaß diesen Kalender und twitterte ein Foto des Kalenderblattes. Und damit nahm das Schicksal seinen Lauf. Und es verbreitete sich erst durch den deutschen Sprachraum, schwappte dann rüber nach Russland in die USA. Und daher kommt auch Holy Straw Sack. Das war mein größter Schatz. Das ist jetzt ein Anscheinend, also es gab halt diese total bekloppte Übersetzung. Naja. Und ich hab 3 Tage lang mit jeder Lokalzeitung in diesem Land telefoniert. Und sie fragten dann immer, was ich noch so prophezeien kann. Und die einzig gute Antwort darauf ist mir natürlich erst eine Woche später eingefallen. Also in dem Augenblick war ich einfach geplättet davon. Und die einzig gute Antwort auf diese Frage wäre gewesen, dass sie genau diese Frage stellen. Aber das ist mir natürlich in dem Augenblick nicht eingefallen. Nun ist das ja eine religiöse Thematik. Da hätte ja auch was ganz anderes kommen können, dass irgendwelche fundamentalistischen Christen sagen, was maßt sich diese Frau an?
Ist nicht gekommen? Nein, also es haben sich ein paar Leute, die das, glaube ich, irgendwie mit der Prophezeiung zu ernst genommen haben, schon bei mir gemeldet, aber das war meistens sehr freundlich. Also ich habe E-Mails gekriegt von jemandem, der mir Fotos von Gott geschickt hat. Das war relativ harmlos. Also der hat einfach Himmel mit Wolken fotografiert und wollte aber schon, dass ich darauf irgendwie reagiere und mich verhalte. Habe ich nicht, also das war mir ein bisschen zu irre. Auf der anderen Seite sitzt Schwarvel. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen und da verweigert er zu erklären, warum er so heißt. Deswegen frage ich ihn jetzt auch nicht danach. Ich nenne ihn jetzt einfach Schwarvel, auch nicht Herr Schwarvel, einfach nur Schwarvel. Das ist richtig. Schwarvel ist ein Multikünstler, ein Comic-Autor, ein Karikaturist, ein Musiker, ein Trickfilmmacher, ein Drehbuchautor, also sozusagen in allen Medien zu Hause. Welches Medium haben Sie noch nicht bespielt? Ich glaube, Theater habe ich ein bisschen Probleme. Das liegt am Medium. Also, wenn es zu manieristisch wird, dann habe ich ein Problem damit. Das ist also ja handwerklich. Bei Englisch Dachdecker bin. Genau. Dachdecker, ja. Das ist das, wo man immer bei den berühmten Interviews mit Gregor Gysi in jeder Talkshow hört, aber sie haben ja Rinderzüchter gelernt. Ich habe auch nicht einen Tag in dem Beruf gearbeitet, aber es ist gut, wenn man die Honey was richtig ach ja, auf Gott. Gibt es denn dann einen Comic, der Dachdecker, Honey und Sie anspielt? Nee, das war halt immer die Frage im Osten, ob du den Beruf von Jesus oder den Beruf von Erich haben willst. Ich habe mich für System entschieden. Wenn man so viel in so vielen Medien unterwegs ist und das seit sehr langer Zeit, wie viele Abmahnungen, Beleidigungsklagen und so weiter haben Sie sich schon eingefahren? Also eigentlich nichts. Also Klagen gar nicht. Also das geht dann eher so. Facebook ist halt immer mein Thema, aber das hat man ja eh nicht in der Hand. Also Sie meinen, dass die Leute pöbeln dann auf Facebook? Ja, also gerade bei den ganzen Pegida-Sachen und Anti-Pegida-Sachen, da wird es dann eher, da verlässt dann den Diskurs in Richtung niedere Gefilde. Aber hab da auch gelernt, anders zu reagieren, sondern tatsächlich so zu tun, ich sag mal Profi, und das dann halt reinzustellen als hier, ich hab da was, könnt ihr euch ja mal angucken. Und wenn man sich da, glaube ich, nicht auf den Diskurs einlässt, dann ist das die beste Wahl. Das ist nett, dass Sie das Diskurs nennen. Ich kann Ihnen sagen, ich betreue als Redakteur hin und wieder das politische Feuilleton in Deutschland. Das ist ein Meinungsformat, 4 Minuten lang für alle möglichen Autoren, die also keine Profi-Autoren sein müssen, Akademiker, irgendwelche Schriftsteller, manchmal Wissenschaftler und so weiter. Das wird auf Facebook normalerweise gepostet und dann geht da was los. Und ich empfehle den Autoren immer, schauen Sie sich gar nicht an. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist tatsächlich weit entfernt davon, was man Diskurs schmeichelhaft nennen würde. Ja, nee, ich konnte ja reinwachsen, weil ich versucht habe, immer im Stand der Technik zu bleiben und hatte das ganze Getrolle eigentlich im Netz halt schon auf der Privatseite, bevor wir halt angefangen haben, die Karikaturen auch reinzustellen. Dadurch bin ich nicht in jedes Fettnäpfchen sofort getreten, sondern habe dann auch relativ schnell erkannt, wo sich das wirklich überhaupt nicht lohnt, weil du dann sofort im Gefilden bist. Schleifen, auch so endlos schleifen. Ja, da willst du einfach nicht hin. Und das Beste ist eigentlich immer so endlos Schleife, einfach immer dasselbe zu wiederholen, also dieselbe Aussage immer wieder drunter zu kopieren, die gehen dann wirklich tatsächlich auf. Also das ist ein guter Tipp, werde ich weiterempfehlen. Ja. Außen sitzt Thorsten Geitsch, er ist Redakteur bei der Titanic. In seinem früheren Leben, wie er das gerade bezeichnet hat, ist er promovierter Linguist gewesen. Wie kommt man als Linguist zur Titanic? Ich bin so reingerutscht, muss man tatsächlich sagen. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, während meines Studiums immer mal kleinere Textchen geschrieben für die Newsticker-Seite der Titanic und dann kam eins zum anderen und jetzt bin ich dort. Sie betreuen unter anderem die Rubrik Brief an den Leser. Das stimmt. Ich habe in einem Buch, das kann ich mal vorzeigen, da liegt gerade mein iPad auf. Dieses Buch habe ich in meiner Bibliothek gefunden, weil es nicht die erste Veranstaltung ist, die ich zum Thema Zensur und Alterer mache. Das heißt, was kostet der Spaß, wie Staat und Bürger die Satire bekämpfen? Das ist 20 Jahre alt, das ist also aus Mitte der 90er Jahre, hat er auch. Sehr viele Titanic-Sachen drin, auch sehr viele mich plötzlich wieder erinnert, die man schon vergessen hatte.
Die Anwältin der Titanic ist immer noch dieselbe, nämlich Gabriele Wittig, die leider heute verhindert ist. Und die hat eine schöne in diesem Buch vor 20 Jahren schon in der Diskussion gesagt, ich bin die personifizierte Schere im Kopf der Titanic-Redaktion und aufgerufen, das Blatt vor juristischen Unbill zu bewahren. Konfliktträchtig waren schon immer die Briefe an den Leser. Also entferne ich hier einen Knalldeppen, da einen Idioten. Alles, was der Jurist unter sogenannter Formalbeleidigung subsumiert. Muss ich das heute auch immer noch machen oder haben Sie die Schere schon im Kopf drin? Nein, die Schere haben wir als Redakteure überhaupt nicht im Kopf drin. Also Kami Rittig ist dann wirklich die letzte Instanz. Im Zweifel hören wir aber sowieso nicht auf sie. Aber manchmal doch. Ach so, also das letzte Beispiel war ein Brief, den ich sogar selbst geschrieben habe an Erdogan, wo ich ihn dann gebeten habe, doch mal seine türkischen Landsleute anzuzeigen, nämlich die Comedians Bülent Ceylan, Kaya Yanar, Django Asyl, Murat Topal und Akif Pirinci. Und da meinte dann Frau Wittig, man dürfe diese Comedians nicht einfach so in eine Reihe mit Herrn Pirinci stellen. Und deswegen haben wir dann das einschränkende Wort wenigstens Akif Pirinci hinzugefügt. Also das sind so die Feinheiten, die man vielleicht gar nicht mitbekommt, wenn man das Heft liest. Ja, sowas passiert hin und wieder. Aber dieses berühmte Verbalendjurier Knalldepp, das assoziiere ich sofort mit Henscheid und Titanic. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man solche einfachen Hammer-Geschichten macht, oder? Ja, Henscheids Verteidigung war ja immer, dass er sich nie auf die Personen bezogen hat, wie Heinrich Böll oder das ganze Personal, an dem er sich abgearbeitet hat, sondern dass es um die Autoren geht. Also, um das Werk. Und das Werk. Um die Arbeit. Ja. Heutzutage kann man das offenbar nicht mehr so präzise voneinander lösen, weil es tatsächlich so viele Deppen und Knalldeppen gibt. Sie haben mir ein gutes Stichwort vielleicht mit Erdogan gegeben. Ich mache jetzt das, was mir erlaubt ist, damit ich mich hier überhaupt nicht gefährde und uns auch nicht. Also, die Teile, die ich jetzt verlese aus dem berühmten Böhmermann-Gericht, setzen sich in zulässiger Weise satirisch mit aktuellen Vorgängen in der Türkei auseinander. Sakto, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Das ist legitim. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Würden Sie auch mal sagen. Und dann kommt, und Minderheiten unterdrücken, Kurden treten, Christen hauen. So, das war's. Ungefähr 80%, die da weiterkommen, und dazwischen waren auch noch drei Zeilen, die sind nicht, also das ist eine einstweilige Verfügung, das ist nicht rechtsgültig, das kann angefochten werden, und wurde ja, glaube ich, vom Anwalt von Böhmermann angefochten. Aber man kratzt sich doch schon sehr schnell am Kopf und denkt, wieso darf ich sagen, sakto, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident? Was ist daran sozusagen stärker satirisch als das, was da kommt, oder weniger satirisch und weniger beleidigend? Haben Sie eine Erklärung dafür, Herr Geitsch? Nein, aber es ist natürlich schade, dass ausgerechnet diese Zeilen stehen geblieben sind, denn auch, ich muss noch einmal auf unser Heft verweisen, übrigens die heutige Ausgabe, die kann ich dazu gleich. Sie ist heute erschienen. Ich habe versucht, sie zu kriegen, aber schnell. Oh, sehr schade. Und da schreibt jedenfalls unser Humorkritiker Hans Menz in seiner Rubrik Humorkritik, dass er genau diese Zeilen, Minderheiten unterdrücken und so weiter, Kurden treten, Christen haben, eigentlich für überflüssig hält. Ich zitiere, so etwas gehört sich einfach nicht in einem guten Schnellgedicht. Und werden Sie bitte nicht sachlich, Herr Böhmermann. Ja, das stimmt natürlich. Also wenn es richtig knallen soll, dann bitte nicht so stark auf die Realität eingehen. Jetzt weiß ich nicht, ob das aus Ihrer Zeile ist. Es gab ein Antwortgedicht von der Titanic. Ein Kollektivgedicht des Kommandos Böhmermann. Haben Sie das gemacht oder das ist das wirklich kollektiv von der... Ja, das war ein Redaktionswerk. Ein Redaktionswerk. Zusammengesetzt und gedichtet. Ich habe es hier ausgedruckt. Würden Sie mir die Freude machen, das vorzulesen? Ich? Ja. Oh, ja. Warten Sie, da kommt es. Das ist nämlich ein Gedicht, das sozusagen das Gedicht parodiert, das momentan nicht ganz erlaubt ist. Und es richtet sich an Angela Merkel. Genau. Wir haben es geschrieben, nachdem Angela Merkel das Gedicht als bewusst verletzend erstmals bezeichnete.
Und das Kollektivgedicht des Gemeindes Böhmermann geht so. Bewusst verletzend ihr Geschwätz, hört man ihr zu, kriegt man die Kretz. Jeder Satz ist ein Verbrechen, sogar Le Floyd kann besser sprechen. Bewusst verletzend das Gesicht, bewundernswert, wer da nicht bricht. Der Ziegenficker sucht das Weite, weil dieser sonst vor Ekel speite. Bewusst verletzend ihr Gestank, nach Mottenkugeln, Kleiderschrank, Kartoffelsuppe, Fruchtgerüche, so riecht wie, sie riecht wie eine Dönerküche. Sie ist der Mann, der Mädchen streichelt und dabei wie ein Rindvieh speichelt. Am liebsten mag sie extra drei und Diktatoren mit einem Ei. Gauck, Ulbricht, Kohl und Erdogan sind nur ein paar, die drinnen waren. Und dieses ganz besondere Ferkel ist Kanzlerin und heißt Frau Merkel. So, ein paar haben gelacht, ein paar haben nicht gelacht. Schön, dass ich. Wofür jetzt? Für das Lachen. Wo ist die einstweilige Verfügung gegen dieses Gedicht? Das fragen wir uns auch. Nein, gut, dass Frau Merkel wichtigere Dinge zu tun hat, als jetzt auch noch die Teile zu verklagen. Warum haben Sie das gemacht, dieses Gedicht? Ja, weil uns der Sinn nach Dichten stand. Also, man glaubte ja lange, die Lyrik sei tot und dann der junge Fernsehmensch und bringt uns wieder die Freude an Gedichten näher. Und da haben wir uns einfach mal weiter zusammengesetzt und drauf losgereimt. Es ist schön, wenn man einen Linguisten am Tisch hat, der beherrscht das uneigentliche Sprechen der Satire und Ironie. Frau Klebe, wie finden Sie das Gedicht von Titanic? Ist es geschmackvoll, geschmacklos, lustig? Also es will ja geschmacklos sein. Das ist ja Sinn und Zweck dieses Gedichtes und auch das ist ja wiederum, sagen wir, man muss es auch das ja im Kontext betrachten und es geht ja nicht um das eigentlich gesagte Wort dabei. Ich habe von Ihnen gefunden, einen Aussatz in einem Interview, Architektur war mir einfach zu realistisch, zu ernsthaft, man muss sich an die Naturgesetze halten, deswegen sind Sie Teich neu geworden. Da fing es spontan ein, das fand ich auch bösartig, ich dachte, ja, beim Comic muss man sich auch nicht an das Sittengesetz von Kant halten, also nicht nur an die Naturgesetze, sondern man kann alles machen. Nehmen Sie das für sich in Anspruch, dass Sie alles machen können wollen, oder... Das, was ich von Ihnen jetzt gelesen habe die letzten Tage, da war nichts dabei, wo ich sagen würde, Sie berühren je eine Grenze, wo Sie gefährdet werden, dass Ihnen jemand was Böses nachsagt. Natürlich ist es, also es ist ja die Zeit der Modalverben, können, wollen, dürfen, sollen, mögen, alle was können auch immer. Alle können diese Modalverben, das habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gehört. Ja, es ist nicht nur die Zeit des Dichtens, sondern auch die Zeit der Modalverben. Also da kommt viel wieder hoch. Natürlich, also ich habe ja von vornherein gesagt, da ich nicht tagesaktuell und auch nicht dauerhaft politisch arbeite, muss ich auch nicht andauernd meine Grenzen austesten. Aber ich beanspruche für mich schon, dass ich das darf und kann. Und die Frage ist dann immer, möchte ich das genau in diesem Augenblick? Möchte ich irgendwie, wie hart möchte ich sein und gegen wen möchte ich mich richten? Und ich finde es manchmal auch irgendwie sehr angenehm, Dinge auch irgendwie aus einer kleinen Distanz zu betrachten, nicht irgendwie nur eigentlich einen Reflex aus dem Stammhirn irgendwie wieder rauszuhauen, sondern irgendwie einfach mal 2 Wochen abwarten und nachdenken. Ich habe einen schönen Band mit Comics, also Cartoons von Ihnen gesehen. Meine 11-jährige Tochter hat sich sofort draufgestürzt. Und bei Paar haben wir wirklich da gesehen, haben gedacht, oh, jetzt müssen wir erstmal nachdenken. Mathematiker-Cartoons, mit einem haben sie den Preis gewonnen. Da haben wir wirklich richtig nachdenken müssen, bevor wir gemerkt haben, wie der Witz funktioniert. Das ist dann quasi Mathe-Nachhilfe nochmal. Das müsste das Buch viel teurer sein. Charvel, Sie machen tagesaktuelle Cartoons. Ja. Auch, die kann man auf der Webseite mal sehen? Ja. Wie funktioniert das? Also stellen Sie die ein und die Leute, Zeitungsredaktionen bedienen sich da und bezahlen dann Honorar oder machen Sie das für sich, nur fürs Internet? Wir schicken natürlich einen aufgebauten Stamm an Tageszeitungen und Publikationen. Und dann ist es halt ein Überraschungsspiel, das geht oder nicht. Also, wer will, der kann. Und außerdem gibt es noch ein paar Portale, wie Toolpool oder die Cartoon-Lobby, wo man es halt noch hochlegt und anbietet. Und da wird auch im Nachgang, also viele Zeitungen nehmen es, glaube ich, am ersten Tag nicht sofort, weil sie erstmal gucken wollen, was passiert und wie sich das so entwickelt.
Und die, die es dann auch die Großen das gemacht haben. Die es nach einer Woche kaufen, die sind eigentlich immer am liebsten. Was ich gesehen habe, so rückgescrollt die letzten zwei Monate, da waren doch schon sehr viele tagesaktuelle politische Themen dabei. Und ich würde sagen, wenn sie Ärger kriegen würden, dann am meisten mit der AfD, oder? Ja. Aber die machen keinen Ärger. Also ich glaube, die haben sehr mit sich selber zu tun, dass sie da nicht so richtig gekriegt haben, was da sonst so ist. Also ich weiß nicht, die müssen sich erstmal verwalten haben. Oder dabei runtergehen, ich hoffe. Insofern ist es ja nicht für sie, sondern für die Leute, die dachten, das wäre eine tatsächliche Alternative. Also um da vielleicht doch mal zu zeigen, nee, ist es nicht, definitiv nicht. Also sehr schön ist einer, ich weiß nicht, ob ich den. Ja, ausgedrückt ein bisschen klein. Das sind zwei Hakenkreuze, die da so wie so ein Dornbusch durch die Zeit. Sind das Hakenkreuze? Oh, natürlich, ich sehe, sieht man, also da bin ich natürlich. Das sind ja zwei laufende Menschen. Zwei laufende Menschen in einer sehr exaltierten Form. Das eine ist Pegida, das andere ist der AfD. Und dann heißt es, Frauke, lass uns an unseren Schnittmengen verschmelzen. Nein, Lutz, wir sind viel zu unterschiedlich. Das würde ich als Frauke Petri dann doch schon ziemlich angriffslustig empfinden. Aber wie gesagt, das tut sie. Ich weiß nicht, ob die wirklich Empfindungen hat. Also wenn ich mir das angucke, wie sie so agiert, das ist so was von hölzern und empathielos. Das möchte ich in ihrer Welt leben. Das ist Elsa ein Scheißdruck dagegen. Also das muss so kalt sein. Ja. Nee. Sorry. Was ich heute vergessen habe zu fragen, bei diesem Holy Straw Set, haben Sie denn dann wenigstens was verdient? Also ist der Cartoon weltweit gedruckt worden und Sie haben Geld gekriegt oder wurde das alles geklaut? Also sagen wir so, die drei Tage, die ich da investiert habe, sind nicht mit Mindestlohn bezahlt worden. Diplomatisch ausgedrückt. Also es haben viele Zeitungen einfach so abgedruckt, weil für meinen Neuigkeitswert. Und mein schlimmstes Gespräch hatte ich mit so einem kleinen Küken von der Springer Journalistenschule, der das für die Welt kompakt haben wollte. Und er hat dann gefragt nach einer kleinen Abbildung. Es sollte in eine große Collage rund um den Rücktritt des Papstes, eine große Collage. Und ich habe ihm und dafür natürlich irgendwie nichts bezahlen. Und dann hatte ich ihn irgendwie nach einem Honorar gefragt und Honorar hatten wir schon ausdiskutiert, dass ich das nicht kriege, nach einem Belegexemplar. Und da meinte er dann tatsächlich, ach, Sie leben doch in Berlin, ich überweise Ihnen die 1,60, dann können Sie sich das Blatt am Kiosk holen. Das fand ich einfach, ich war... Ist das schon in eine Karikatur eingeflossen? Nee, das habe ich in dem Titanic-Text dazu da geschrieben. das wurde noch verewigt. Also das ist übrigens Kindertarif 1,60, ne? Also er hat sich auch noch künstlich klein. Ja, auch das. Also es ging dann aber weiter. Ich besorgte mir dann, also ich habe von denen kein Belegexemplar gekriegt, aber ich besorgte mir dann eine Ausgabe und die Collage war keine Collage, sondern mein Cartoon war so groß auf der Seite. Und daraufhin habe ich dann einen Ressortleiter geschrieben und mich beschwert. Und dann habe ich auch noch Kohle gekriegt, ja. Also Weltkompakt, super Blatt. Gibt es immer GCE umsonst, glaube ich. Ne? Ja, das ist dieses Teil. Wir haben ein Podium, von dem ich annehme, das ist auf die Frage, was darf Satire, einhellig dieselbe Meinung gibt. Ich versuche es trotzdem mal der Reihe nach, was darf Satire? Ja, natürlich. Alles klar. Auch wenn es sozusagen kostet, dass man dann Strafe bezahlen muss. Das ist ja dein eigenes Problem. Also das musst du ja wissen, ob du das mit dir vereinbaren kannst. Also mir sind viele Sachen, so diese Schmähgedichte oder sowas, das wäre einfach zu infantil teilweise, wobei ich denke, dass es notwendig ist. Also dass man manchmal mit Infantilität weiterkommt, als wenn man jetzt versucht, jetzt was, eine sturzernste Satire hinzulegen oder was verkopft ist. Das kommt halt darauf an, wozu man es braucht. Aber letzten Endes ist es natürlich deine Eigenverantwortung, dass du auch selber wissen musst, was du da tust. Wenn du halt das entsprechende Alter und die Erfahrung dann hast, das kriegst du natürlich nur, indem du auf die Fresse fliegst permanent. Also es ist jetzt nicht so, dass bei mir immer alles irgendwo angenommen wird oder sowas. Also hier der untere zum Beispiel, der wurde auch abgelehnt. Der ist auch sehr, sehr böse. Das ist hier so eine eindeutige
Anspielung an den Judenstern. Da steht drauf: Gutmensch, AfD fordert Kennzeichnungspflicht für Flüchtlingshelfer. Das hat gar niemand gedruckt. Nein, das war für ein Magazin und da gab es dann eine heiße Redaktionssitzung und das wurde dann, dem war das zu heiß, das dann abzudrucken. Obwohl es eigentlich ein Magazin ist, was sich genau dafür einsetzt und auch genau dafür nach vorne prescht. War okay, weil dann stand das. Was war denn zu heiß? War es Ihnen juristisch zu heiß oder war es interessant inhaltlich thematisch? Das sollte nicht auf der Fresse sein. Also ich glaube, Sie wollen das höflich formulieren. Ich glaube aber, dass diese Leute Höflichkeit nicht verstehen. Das ist ganz einfach. Was darf Satire? Ich muss jetzt einen draufsetzen, ich sag mehr. Mathematisch schwierig, mehr als alles ist schwer. Und unendlich bis eins, ne? Ja, genau, unendlich bis eins. Und Herr Geitsch? Oh Gott, ich bin überrumpelt. Ich, erstens, ich hätte nie mit der Frage gerechnet. Wurde ich schon mal gestellt? Sie darf nicht mehr so oft gefragt werden, was sie eigentlich darf. Seit anderthalb Jahren diskutiert man ja nichts anderes mehr. Ich sage ja einfach mal, Satire machen und wirken lassen und genießen. Seit anderthalb Jahren ist eine jugendliche Ansage, also ich denke, verstärkt. Seit 100 Jahren passiert das immer wieder. Aber trotzdem, das mit den anderthalb Jahren ist ja ein guter Hinweis, weil als vor zwei Jahren hier der Comic-Salon war, war noch nicht Charlie Hebdo passiert. Und es ist jetzt einfach, stelle ich mir vor, der ich nicht direkt betroffen bin, obwohl ich als Journalist natürlich auch schon ab und zu mal denke, schreibst du den Satz jetzt so oder so. Es ist ja ein anderes Klima der Angst entstanden dadurch. Oder haben wir das schon wieder weggelacht, dieses Klima? Hat ich habe keine Angst. Ich kann es ja nicht ändern. Insofern würde Angst auch nichts nützen, aber ich glaube, allgemein wird ein Klima der Angst geschürt durch AfD, durch Politiker, die das ausnutzen und durch eine sinnlose Politik, die immer zu feige ist, in Arschnose zu haben, was dagegen zu tun. Also die sind für mich natürlich auch mitschuldig daran, dass dieses Klima der Angst nicht genommen wird. Und dann kommen halt die Vertreteropfer, die Vertreter Schuldigen mit Flüchtlingen oder Geflüchteten. Also ich glaube, da greift das alles so ineinander, aber persönlich. Aber Sie machen ja auch Erdogan-Karikaturen und durchaus nicht wenige. Haben Sie da nicht Angst, dass da jetzt demnächst mal was ins Haus flattert? So wie ich sie mache, nee, also da, die kann ich für mich vertreten und dann sage ich, na gut, wenn, also irgendjemand kann immer was dagegen haben, was soll's, und deswegen macht man es ja. Das ist ein bisschen sinnlos, wenn man die ganze Zeit bloß von einem beklatscht werden will. Das ist, glaube ich, dann brauchst du nicht Satire machen. Also, eigentlich müssen sich die Leute hassen, aber wenigstens das, was du tust. Also, wenn du das irgendwo hin tust und es tut den Leuten weh, dann ist doch eigentlich das Ziel erreicht. Ich habe heute auf der Zugfahrt einen wunderbaren Satz gelesen vom ehemaligen FAZ-Korrespondenten in Istanbul, der jetzt wieder in Deutschland ist. Der beschreibt so ein bisschen die Lage, wie er sie in Istanbul die letzten 10 Jahre erlebt hat im politischen Leben, nämlich als extrem lautstark, aggressiv und eben viel von Aufregung, Hysterie und, wie soll man sagen, also unvertrauten Formen des Umgangs miteinander geprägt war. Und dann steht da der Satz, Adrenalin gehört ja zu den im Islam erlaubten Drogen. Hypothese, warum Erdogan sozusagen immer da drauf drückt und drauf haut, obwohl er dann im politischen Leben doch öfter mal was ganz anderes macht, als er vorher dann, also zumindest in den letzten 10 Jahren, sagt er, vorher dann mit Aggression versucht hat, durchzukriegen. Hat er Trump genannt oder was? Ja, Trump genannt. Oder ist der derselbe Schlag? Also man hat ja hier den Eindruck, dass der selbe Schlag ist, der zugegen ist. Sie irgendwie eine Klimaveränderung bemerkt seit Charlie Hebdo für sich selber? Ja, also dadurch, dass diese Frage immer wieder gestellt wird. Also das ist ja die Standardfrage seit dem 7. Januar quasi. Und machst du jetzt was anderes? Und nein, mache ich nicht. Also wie gesagt, ich bin ja auch nicht tagtäglich damit konfrontiert, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Aber auch schon in den Sachen, die ich politisch zeichne, ändert sich für mich nichts und ich habe bis jetzt auch noch von keinem anderen Zeichnerkollegen gehört.
Und nochmal zu dem Adrenalin, ich weiß nicht, ob es wirklich Adrenalin ist, sondern vielleicht eher Testosteron als erlaubte Droge. Also, aber ist. Mann, haben wir intelligente und gebildete Podiumsgäste heute. Ich staune. Ja, natürlich. Das gehört zur Erziehung dazu. Ist ja großartig, ja. Ganz genau und ganz präzise. Das stimmt, die haben recht, das ist Testosteron vermutlich. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr, den Titanic-Redakteur nach der Klimaveränderung zu fragen, weil er hat den Satz auch schon tausendmal gehört. Werden Sie bewacht? Darüber möchte ich und darf ich nicht sagen. Aber Sie können sich ja denken, dass nach den Anschlägen die Kollegen aus dem Nachbarland natürlich mal unter die Lupe genommen wurden. Mehr möchte ich dazu also auch nicht sagen. Aber das behindert uns alles eigentlich nicht großartig an der Arbeit. Wir machen so weiter wie bisher. Und die Muslime in Deutschland, von denen ja auch so viel Angst haben, die haben uns in noch keiner Weise bedroht. Also wir haben mehr Todeswünsche von Michael Schumacher-Fans erhalten als von muslimischen Deutschen. Also insofern, wir sind achtsam und wachsam, aber wir zittern nicht den ganzen Tag. Könnte man sagen, weil Sie das mit Schumacher erwähnen, Sie sind ein bisschen abgestumpft, weil Sie einfach gewöhnt sind, dass auf bestimmte Dinge Hasstiraden und Shitstorms kommen? Ja, also gut, in der Form von Kalaschnikows natürlich weniger, aber was die geschriebene Empörung angeht, sind wir noch einiges gewohnt, ja. Ich hätte gerne jetzt irgendeinen Dissens, deswegen richte ich mich jetzt mal an das Publikum. Gibt es jemanden im Raum, der es einfach geschmacklos findet, was Herr Böhmermann da gemacht hat? Sie können sich auch dazu äußern, wenn Sie auf den Knopf drücken. Ja, also ich, bitte direkt in das Mikro ansprechen. Kann man mich jetzt verstehen? Ja, ja, wunderbar. Okay. Also ich würde gerne in aller Kürze drei Gedanken von mir dazu sagen. Der erste ist, ich persönlich finde, angesichts der ansonsten intelligenten und unterhaltsamen Diskussion und des Gesprächs hier, die Antwort auf die Frage, was darf Satire, erschreckend platt. Zweitens eine Frage, wenn auch einigen von Ihnen der Klischee-Nazi in den Springerstiefeln hinzukommt, sie zusammenschlägt und hinterher sagt, was Satire, ist es dann auch okay? Und drittens und letztens, ich finde es nicht so mutig, wenn Sie an Ihren Schreibtischen zu Hause schreiben, was auch immer Sie wollen, und damit unter Umständen, je nachdem, was passiert, Menschen gefährden, die vielleicht, ich sag mal, in einer Botschaft in einem Land, in dem eine Satire auch was auslösen kann, viel eher in Frage gebracht werden. Stimmt das? Ich versuche das mir gerade nach. Ich versuche das mir gerade nachzuvollziehen, wenn er jetzt hier eine Zeichnung macht, wen soll ich denn in Gefahr bringen? Wen bringt er in Gefahr? Außer dass der, also sozusagen ein türkischer Verleger würde ein Erdogan-Karikatur von ihm abdrucken, hier ist das harmlos und in der Türkei hätte der Verleger Ärger. Meinst du es in dieser Art? Nein, ich weiß nicht, welcher Art er das meint. Er redet natürlich logischerweise ausgehend von dem, was vorschaulich abdrucken war, nämlich diese ganzen Kopenhagen. Abdrucke, wobei ich dort nach wie vor zu bedenken gebe, ja, Entschuldigung, in diesem Land hier dürfen wir das, also das ist so, das muss Demokratie aushalten, das müssen Menschen aushalten und ich sitze nicht an meinem kleinen Schreibtisch in der sicheren Welt, das ist eigentlich so dieser Irrglaube von irgendwelchen Leuten, die es immer besser wissen, sondern ich sitze mit meinem Schreibtisch in Leipzig-Konnewitz, was im Januar gerade von irgendwelchen Neonazis überfallen wurde. Und ich habe mein Feindbild schon seit Jahrzehnten, weil ich als Punker aufgewachsen bin. Also erzähl mir doch bitte keinen Scheiß. Das ist ganz einfach. Und da werde ich auch ein bisschen komisch. Weil es ist auch immer so, dass es, man sieht immer, dass die Eisbergspitze halt, also diese Dokumentation, wo die gemachten Satiriker, die dann
natürlich, weil sie es schon lange durchdacht und durchgekaut haben, vor der Kamera ordentlich agieren und sowas. Und dann denkt man, das sind gemachte Leute, die sind alle in Sicherheit, alles safe. Nee, also wir gehen ja genauso durch die Welt, wie du durch die Welt gehst, und wir kriegen sie also genauso mit. Und wenn eine Zeichnung sowas hervorruft oder als Anlass genommen wird, so rum, weil die Zeichnung selber kann nichts dafür, das ist nur eine Zeichnung, das ist ein Blatt Papier, das sind Linien drauf. Wenn jemand das zum Anlass nimmt, Hass zu schüren, dann ist das nicht das Problem der Zeichnung, sondern da wird gezeigt, offensichtlich hat irgendein Teil der Gesellschaft ein Problem. Und dieses Problem sollte man angehen und nicht die Karikaturisten oder den, der drauf zeigt. Also bitte nicht auf den Klavierspieler schießen. Ich danke Ihnen trotzdem für den Beitrag. Ja. Dadurch haben wir hier wirklich mal ein bisschen Differenz bekommen. Sie haben ja recht, die Antwort auf die Frage ist platt, was darf Satire? Und die Antwort, alles ist auch platt. Das ist, und sie ist auch falsch, weil sie darf es eben de facto in Deutschland nicht. Sonst gäbe es diese vielen Prozesse darum nicht. Die Frage ist eher, was darf Satire mich kosten? Das hat er ja so in etwa gesagt. Das heißt, ich tue etwas, ich bin davon überzeugt und ich weiß, dafür bezahle ich den und den Preis. Der Preis scheint mir seit Charlie Hebdo doch heftig gestiegen zu sein und auch mit Erdogan jetzt heftig gestiegen zu sein. Die Titanic hat oft einen Preis bezahlt. Das ging bis hin zur fast der Insolvenz. Stimmt das? Das stimmt. Also Titanic ist das meistverklagte Magazin Deutschlands. Ich glaube, 40 Prozesse. Ja, dafür muss man nicht Gesinnung sein. Das hat man doch verdient. Stimmt, ja. Aber ja, kostenlos. Also soweit ich weiß, ist die Engholm-Affäre damals tatsächlich das Magazin kurz vor den Ruin getrieben. Ich glaube, Engholm war noch relativ, also dem Buch zufolge war Engholm noch relativ preisgünstig, ich glaube 40.000 oder 60.000 Mark. Was richtig teuer waren die Industrieprozesse, ich glaube, von McDonalds und anderen, wo es um Markenrechtsstreit ging. Das muss richtig teuer gewesen sein. Das stimmt. Also ich kenne jetzt die Zahlen auch nicht, das war ja alles vor meiner Zeit, aber das ist dann ungefähr eine Liga. Also wenn sich große US- oder internationale Konzerne beschweren und mit Klagen und ein, zwei Fügungen drohen, dann ist man gut beraten, klein beizugeben. Also da. Wie ist das Verfahren? Also dann unterschreibt man eine sogenannte Unterlassungserklärung und dann bezahlt die Kostennote des gegnerischen Anwalts, oder wie funktioniert das? So funktioniert das. Man kann natürlich auch sagen, wir gehen dagegen in Widerspruch. Also wenn die einstweilige Verfügung von einem Gericht erlassen wurde, dann kann man erstmal nichts mehr machen. Also wenn man dann dagegen verstößt, dann muss man sofort zahlen, ist ja klar. So war das ja auch damals bei der Papstsache, an die Sie sich vielleicht erinnern. Da haben wir dann also den Cartoon sofort aus dem Netz genommen und das Heft nicht mehr weiterverkauft. Völlig illegal, das war dieses Cover, stimmt das? Das war die Rückseite. Das davor, ja. Achso. Mit dem also Blutfleck vorne drauf. Die undichte Stelle ist gefunden. Nee, aber das ist jetzt legal hier. Nein, das ist alles legal jetzt. denn, wie Sie vielleicht wissen, hat der Papst dann hat alles zurückgezogen und die einstweilige Verfügung wurde aufgehoben. Und bevor es überhaupt zur Hauptverhandlung kam, das war übrigens eine sehr spannende und surreale Geschichte. Wir sind ja nach Hamburg gereist mit der gesamten Redaktion, um den Prozess beizuwohnen. Das wäre auch eine Sternstunde von unserer Anwältin Gabi Rittig geworden. Sie hatte übrigens auch vor, den Papst als Zeugen zu laden. Das ist sehr spannend gewesen. Sehr schön. Deswegen hat er wahrscheinlich zurückgezogen. Man weiß es nicht. Also, ja. Jedenfalls haben wir dann nochmal, also einen Abend vorher kam dann der Anruf, nein, doch, alles gut, so, ihr könnt wieder nach Hause fahren. Wir haben dann nochmal im Gerichtssaal vorbeigeschaut und da hing dann tatsächlich ein Zettel mit der Ankündigung des Prozesses. Papst, wie hieß er, Benedikt XVI. Gegen Titanic, also das gedruckt zu sehen, das war auch schon sehr überwältig und das war dann mit Bleistift so durchgestrichen und damit hatte sich das dann erledigt. Also manchmal lösen sich die Dinge auch von ganz alleine auf. Oder durch göttliche Fügung. Das war in dem Fall wahrscheinlich göttliche Fügung, ja.
Aber das hätte auch sehr teuer werden können, denn mal angenommen, man verliert in der ersten Instanz und geht dann noch eine Instanz höher, am Ende vielleicht bis vor das Bundesverfassungsgericht. Das sind Kosten, die man, und das ist, also das sind ja auch nervliche Aufreibungen, die da entstehen über Jahre hinweg. So. Aber das ist doch heroisch, oder? Also den Job, den Sie dann da haben, wenn Sie sozusagen ständig am Rande der Insolvenz entlang wanken müssen, weil Sie diese Prozesskosten haben. So fühlen wir uns nicht. Also wir wollen ja jetzt hier auch nicht die Helden spielen. Zudem sind hohe Kosten dann ja auch nicht so schön, wenn es an die eigene Existenz geht. Wir leben ja davon, unverschämterweise. Insofern, nein, das ist nicht heldenhaft. Wir machen unseren Job und... Ging ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe in einer Biografie bei Ihnen gefunden, dass Sie auch mal Fernsehredakteur gewesen sind, stimmt das? Das war auch noch während meiner Studienzeit, habe ich mal für den Dresden-Fernsehen so eine Kinosendung mitgemacht. Der Bogen nur deswegen, weil die Erdogan-Geschichte ging ja vor Böhmermann los mit diesem berühmten Extra-3-Beitrag Erdogan. Und darauf kam es ja zum einen zur Einbestellung des deutschen Botschafters bei Erdogan. Und wer die Anstalten kennt in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen, der weiß, auch wenn sich bis zum Intendant hoch jeder sagt, nein, wir bleiben stark und selbstverständlich ist das gedeckt durch die Kunstfreiheit und so weiter, ist das perfide Spiel ja von Leuten wie Erdogan so, dass die genau wissen, dass immer was hängen bleibt im Gemüt der Redaktion. Das heißt, das nächste Mal, wenn man einen satirischen Beitrag macht in so einer Sendung, dann sagt einer, ja, müssen wir jetzt so weit gehen? Ihr wisst doch, es gibt wieder einen Ärger mit dem Rundfunkrat und dann kommt das und das. Kennen Sie sowas aus Ihrer Redaktion gar nicht? Das wäre ja auch wieder die schon angesprochene Schere im Kopf, die Selbstzensur, also die findet bei uns. Das ist ein Vorfeld, würde ich sogar schon sagen. Es ist mehr so eine gefühlsmäßige Geschichte sein. Da kann man sich so dran konzentrieren. Ist es das wert? Also das ist der Standardsatz in einer Diskussion, in einer Redaktionssitzung wäre dann, ist es wirklich wert, jetzt wieder so einen riesen Fass aufzumachen für diesen lettischen Witz, sag ich mal. Ich sag mal so, man macht ja auch denselben Witz nicht zweimal, dann wird es ja langweilig. Deswegen ist jeder Witz eine neue Erfahrung, ein neuer Versuch. Also keine Satire gleicht der andere. Also sie ähneln sich vielleicht, aber es gibt jeden Monat was Neues zu tun und was Neues zu bearbeiten. Ich muss mal hier kurz in mein Material. Sie sind so gut vorbereitet. Ich bin super vorbereitet. Ganz unser. Das ist richtiger Journalismus, sowas kenne ich. Ich kenne das nicht. Dann dürfen Sie ab jetzt überhaupt nicht mehr die GEZ polemisieren. Ihre Kollegin Rittig hat ein paar schöne Sachen in diesem Buch vor 20 Jahren. Schade, dass sie heute nicht konnte, wir hatten sie angefragt. Da beschreibt sie, würde mich interessieren, ob es immer noch so ist, dass alternde Showstars auf dem absteigenden Ast ein besonderes Problem darstellen. Dann kommt sie drei Sätze weiter, sagt sie, deswegen ja auch immer der Ärger mit der katholischen Kirche, die ist ja auch auf dem absteigenden Ast. Aber da scheint was dran zu sein, oder? Dass also Leute, die eben gar nicht mehr, also die 1A-Prominenz, wo man denken würde, die hauen dir jetzt sofort eine einstweilige Verfügung raus, die macht das nicht. Kohl zum Beispiel hat nie irgendwas gemacht. Aber es kommen dann so eher unerwartete Reaktionen. Stimmt, also von Prominenten gab es schon lange nichts mehr, aber es sind, da fällt mir jetzt wirklich nichts ein, weil die alternden Showstars dann im Zweifel ins Fernsehen gehen heutzutage, anstatt sich das Geld auf komplizierten Klagewegen zu holen. Ich bin ein Star. Sowas, genau. Aber ein Promi hat uns jetzt auch lange nicht mehr verklagt, aber es sind trotzdem öfter Sachen, die man überhaupt nicht vorhersehen kann. Also das Absurdeste der letzten Jahre war, das erzähle ich jetzt, weil es auch Ihre Region betrifft. Sie kennen vielleicht den Ort Naila. Das ist also auf jeden Fall Franken und die Heimat von Hans-Peter Friedrich, dem Minister. Und wir wollten mal dessen Jugend und Heranwachsen auf die Spur gehen. Und sind nach Naila gefahren und haben dann eine Reportage darüber geschrieben, in der es unter anderem heißt, die Sonne scheint und das
Schuhgeschäft Schubidu freut sieht der kommenden Insolvenz gelassen entgegen oder sowas ähnliches. Und da hat tatsächlich das Schuhgeschäft Schubidu, das wir uns auch überlesen, aufgefordert, meine Gegendarstellung im nächsten Editorial zu machen. Was wir dann gemacht haben. Also, das ist interessant, weil Gegendarstellung im Heft eines Satiremagazins, ja. Der Frankfurt immer dazu. Eben, also da lacht man sofort drüber. Und, ja. Kommt das häufig vor? Nein. Also die Leute sind, ist der Gegner intelligenter, als man meinen würde? Und ist es immer nur der dumme Gegner, der sozusagen in die Falle tritt? Also man hat ja bei Erdogan hat man das Gefühl, der tritt ja in jede Falle, die man ihm stellt. Gerade momentan von Satiriker-Seite. Johannes Rau fällt mir da als Beispiel ein, der wollte nicht mit BSE in Zusammenhang gebracht werden, wie es Martin Sonneborn mal in einem Artikel angespielt hat oder angedeutet hat. Und da musste auch im nächsten Editorial dann sinngemäß stehen, ja, der Bundespräsident unterliegt nicht dem Verdacht, dem Rinderwahnsinn eingefallen sein. Sehr verrückt. Naja. Das ist das. Ich sehe die auch erstens auch nicht als Gegner, also sondern das sind Menschen, die menschliche Schwächen offenbaren und da geht man drauf ein. Also insofern, ich kann das jetzt nicht als Gegner. Also ich habe auch immer ein Problem, wenn das dann heißt der Mob oder irgendwas, weil das sind ja alles Menschen, das sind alles wir. Und ich glaube, was mich daran ja antriggert oder was Menschen an anderen antriggert, ist ja eigentlich, wenn man sieht, wie das funktioniert und was da komisch ist. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich, also ich weiß nicht, ob es bei der Titanic so ist, aber ich setze mich nicht hin und sage so, heute vernichte ich alle meine Feinde mit Fleischgriff. Ah, bin ich inzwischen alt genug, um zu wissen, es funktioniert nicht. Die liebe Zeiser, die ihr hier seid, hört auf einen Mann. Das war ja das berühmte Gegenmotiv nach Charlie Hebdo, ne? Der Zeichenstift, der dann. Ja, sowas Pathetisches habe ich natürlich auch rausgeleiert, weil ich zu dem Zeitpunkt auch gerade in Frankreich war. Also, beziehungsweise nicht in Paris, sondern in Disneyland, das war ja dann ein älteres Habitat. Mein Vater und das Habitat ist das nächste wichtige Frage. Ja, ich habe das alles schon wieder vergessen. Das wollte ich nur gerne. Und der hat auch von mir sofort gefordert, meinen Beruf zu wechseln. Du lässt das jetzt sein. So, wo der natürlich kam, nee, geht nicht. Also, wozu? Ja, aber das Interessante ist ja, man hat sich ja immer bislang bevor, eigentlich, wenn man es ganz zurückverfolgt, hat es ja in der Literatur zuerst stattgefunden mit Salman Rushdie in Anfang der 80er Jahre, der dann eben dieser Tötet ihn Fatwa unterlag von Khomeini. Ach, davor waren also ein paar Bücher verbrannt mit einem und davor hatten Hexen verbrannt, also insofern. Also hat ja. Okay. Die ganzen Narren, die haben ja schon immer einen wackeligen Stand gehabt, also insofern. Aber sozusagen die Diskursebene, um den Diskurs mal wieder ins Spiel zu bringen, ist ja erstmal der reine Kunstraum. Also man, Kunst und Kommunikation, das sind keine Waffen. Ja? Natürlich sagt ein Tucholsky oder sowas, meine Worte sind eine Waffe und wir kämpfen gegen die marschierenden Nazis mit den Worten und nicht auf der Straße mit Knüppeln. Aber es sind keine Waffen, aber der Gegner rezipiert das plötzlich und richtet wirkliche Waffen auf. Das ist doch ein kompletter Schuh. Ja, aber 1989 hat auch mit keine Gewalt stattgefunden, insofern ist das ja schon eine Waffe, also da würde ich durchaus widersprechen. Ich glaube, der Wille ist die Waffe. Also, und wie du deinen Willen einsetzt, ob du das jetzt machst, indem du eine blöde Knarre in die Hand nimmst oder indem du versuchst, dein Herz zu benutzen und einfach nur zu widerstehen, das ist, glaube ich, schon mal eine große Waffe. Das ist ja das, was Titanic jetzt im öffentlichen Raum ja auch immer tut, indem du jetzt fragst, oder Tiere. Wir machen trotzdem weiter und wie das bei Charlie Hebdo halt auch war und ist, was ich glaube ich da ja extrem schwierig ist, logischerweise, wenn du halt weißt, dass der gegenüberliegende leere Tisch da mal jemand saß, den der genau dort abgeknallt wurde, wenn jetzt ein umgezogen bla bla bla. Aber ich glaube, das Widerstehen, das ist auch schon, also das ist die Waffe findet glaube ich nicht als Instrument statt, sondern tatsächlich im Kopf, also da wo bei anderen Leuten die Schere sitzt. Also, dann erweitere ich die Fragestellung dann jetzt mit, was darf Satire mehr? Gehe ich mal in eine andere Richtung und sage, was kann denn Satire erreichen?
verringert wird. Also da aber noch mal ganz kurz irgendwie auf die Zuschauerfragen und das zurück. Also es ist ja diese Sache mit was darf Satire, und da sind wir dann natürlich auch, weil wir schon so oft gefragt wurden, teilweise dann irgendwie so ein bisschen müde dieser Frage. Aber es geht ja nicht darum, was Satire darf, sondern was Satire ist. Und das ist ja eigentlich die Trennung. Und natürlich darf Satire alles, aber es ist eben die Frage, irgendwie, wenn ein Nazi mich zusammentritt, dann ist es keine Satire, sondern eine Körperverletzung. Und man kann auch nicht sagen, dass Körperverletzung Satire ist. Punkt. Also deswegen, das sind einfach völlig verschiedene Bedeutungsebenen, die man nicht miteinander vermischen kann. Das ist das eine, und was wir irgendwie alle mit Satire irgendwie machen wollen, ist natürlich Dinge zu kritisieren oder zu thematisieren und die in eine Diskussion reinzuholen oder auch einfach irgendwie mal einen Witz zu machen. Also einfach mal ganz, ganz platt irgendwie einfach mal einen schönen Witz zu machen. Was ich damals nach Charlie Hebdo irgendwie interessant fand, nicht nur die unglaubliche Verbreitung von Bleistiftzeichnungen, also von Zeichnungen, die Bleistifte abbilden, sondern auch, dass sich sehr, sehr, sehr viele Leute, also im Internet hauptsächlich, natürlich auch sozusagen solidarisch zeigen wollten, dadurch, dass sie jetzt Mohammed-Karikaturen machen. Und das finde ich auch gut und richtig, ich finde auch, man darf Mohammed zeichnen und man darf Karikaturen über Mohammed, mit Mohammed und gegen und für machen. Was ich bei vielen Sachen immer interessant fand, war, dass die Darstellung zeigte, dass viele Leute nicht wussten, wer Mohammed ist, ihn nämlich als Personifizierung von Allah gesehen haben. Und das ist ja eine Idee aus dem Christentum, dass man sagt, irgendwie, ne, der Dreifaltigkeit, und das heißt irgendwie, ich kann auch da verschiedene Symbole einsetzen, um Gott zu meinen, und das ist Mohammed aber nicht. Der ist der Prophet und Allah ist der Gott. Und das fand ich dann doch teilweise irgendwie so ein bisschen traurig. Also wenn man schon anfängt, Witze zu machen, man darf auch dumme Witze machen, aber ich freue mich immer, wenn die Leute jedenfalls ansatzweise wissen, wo drüber und für wen und wogegen sie Witze machen. Und das ist teilweise so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil alle jetzt ganz, ganz, ganz dringend einen Mohammed-Witz zeichnen wollten. Und da teilweise leider nicht mehr klar war, was das eigentlich sein soll. Das heißt, wenn Sie religiöse Witze machen, sollten Sie den religiösen Kontext kennen. Und da wir eine nicht mehr so stark religiöse Gesellschaft sind, fehlt ja wahrscheinlich sogar schon bei unserer eigenen Religion manchmal. Das kann, also ich meine nicht, dass man diese Sachen dann, Dummheit ist erlaubt. Das ist absolut, es gibt kein Gesetz, was Dummheit verbietet. Es geht nur um meinen persönlichen Geschmack, also dass ich es schön finde, oder ein Witz nach meiner Meinung auch nur funktioniert, wenn nicht nur der Kontext stimmt, sondern auch die Witzbedeutung. Und wenn Symbole falsch eingesetzt werden, stimmt der Witz am Ende nicht. Also das ist einfach nur so, das ist eine ganz persönliche Geschmacksfrage. So, was ist ein guter Witz, einer, der dann auch noch stimmt? Was wir noch gar nicht beredet haben, fällt mir jetzt dankenswerterweise wieder ein. Ein Effekt von Witzen scheint ja zu sein, dass sie Menschen beleidigen können, ohne dass sie das A wissen und B wollen. Manchmal will man es. Also bei diesen sehr derben Geschichten merkt man, da ist wirklich eine beleidigende Absicht. Aber ganz oft ist es so, dann sagt der Gegenüber oder reagiert beleidigt, und das ist ja das, was uns sozusagen aus dem islamischen Kulturraum offensichtlich seit mehreren Jahren entgegenschaltet. Ihr beleidigt unsere Religion, ihr beleidigt uns damit, das ist ein Ehrbegriff, den wir nicht verstehen. Das kriegt man ganz schwer in den Griff, weil ich weiß doch gar nicht, ob ich jemanden beleidigt ist. Darüber entscheidet der doch sozusagen, wie seine Gefühle sind. Hat aber mal wieder was mit dem Kontext zu tun. Also ich glaube schon, dass gute Sortierung immer gebildet sein muss. Und ich lese jeden Tag oder wenigstens die Überschriften von, keine Ahnung, 30 verschiedenen Infomagazinen im Netz, also vom Spiegel, über Tagesschau, Rede, bla bla bla. Tatsächlich Süddeutsche, auch Welt und Bild, auch wenn ich für die Videos machen würde im Leben. Aber trotzdem muss ich wissen, was gerade up to date ist bei denen oder was die für eine Meldung halten. Und ich glaube schon, dass das ja wichtig ist, um ein eigenes Selbstgefühl zu haben, zu sagen, okay, das, was ich hier abgebe oder was ich in die Welt gebe oder was ich jetzt per Mail losschicke, das kann ich für mich vertreten. Ich habe mich so gut es geht, kenne ich mich in dem Thema aus. Ich mache keinen blöden Scheiß. Ich kann halt einen Gott und einen Propheten auseinanderhalten.
Und mehr liegt nicht in meiner Hand. Also die Frage ist dann eben, will ich es losschicken oder nicht? Und, also es gibt, immer im Monat habe ich so einen Moment, wo ich überlege, okay, schickst du das Ding los oder nicht. Aber bei vielen Sachen, bei den meisten Sachen fühle ich mich sicher, ganz einfach, weil ich weiß, okay, ich kenne mich halbwegs so weit in der Materie aus. Das ist auch eine Diskussion, die ich nicht führen würde, weil meine Meinung steht ja bereits da. Also ich muss da eigentlich nicht nachhaken oder so. Aber ich würde wissen, was ich antworten kann. Also wenn da Kritik käme oder sich jemand beleidigt fühlt oder sonst wie. Also aber das Problem bei Beleidigung ist doch, es ist ein Gefühlsstatus. Das heißt, eigentlich kann man über Beleidigung nicht argumentieren. Also wenn der sagt, dass ich bin beleidigt, dann ist das weg. Ja, ich glaube, das ist ja das Problem, dass das immer in eine komische Emotionalität dann reinrutscht, ob das jetzt provoziert ist oder nicht. Also natürlich ist Satire zum Provozieren da, das ist ja klar. Aber ich weiß nicht, für mich persönlich versuche ich immer eigentlich auf die Missstände oder auf die Sachen als solches zu zeigen und nicht auf die Leute. Also nicht jemanden persönlich runterzumachen, sondern zu sagen, ja, guck mal, was machst du da? Und gar nicht mehr, sondern es reicht eigentlich, das zu zeigen. Und das heißt, derjenige, der sich beleidigt fühlt, sollte besser darüber nachdenken, warum er sich beleidigt fühlt. Ich weiß nicht, bin ich eher. Also, ja, das muss er selber wissen. Also ich sage nur, ich habe es gemerkt, guck mal. Ich habe es gemerkt. Oder ich habe es für mich das so. Das ist der therapeutische Aspekt, ne? Ja. Ja, klar, es war alles in Therapie, das ganze Leben. Ihr Mikro leuchtet so schön, als wenn Sie etwas sagen wollen. Ich habe das jetzt dauerhaft angelassen, weil ich es dauernd vergessen würde, drauf zu drücken. Was schon gesagt wurde, kann ich nur unterschreiben. Ne? Also Satire ist ja immer eine Reaktion und ohne vorangegangenen Ärger oder Missstand, den es da aufzudecken und zu kritisieren gilt, gibt es halt keine Satire. Das darf dann auch mal beleidigend sein. Das sehe ich hier gerade noch nicht mehr aufgeschrieben. Sie wissen alle, dass Matthias Döpfner, kommt gleich zu Ihnen, sich an mit einer Solidaritätsadresse, der Vorstandschef von Springer, an Böhmermann sozusagen rangehängt hat und gesagt hat, bitte verklag mich, Erdogan, das ist auch passiert. Und das hat aber in Köln das Landgericht abgewiesen, während Hamburg eben das Landgericht diese einstweilige Verfügung erlassen hat. Ist das eine Allianz, die ja unangenehm wäre, wenn plötzlich jemand aus dem Lager der Multimillionäre und Presse... Also mir wäre das extrem unangenehm, ich glaube, bei Roman ist es nicht unangenehm. Das ist eigentlich das Schlimme. Das ist, ich glaube, dass ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wie er tickt, aber dass die Aktionen, die dann nebenher so liefen mit seiner hier Radiosendung absagen und dann plötzlich irgendwo Zahlsender wieder auftauchen, was alles so zeitgleich mit passierte, wo ich dachte, was ist denn das jetzt für ein Scheiß, das ziehst du mir gerade ab. Also wo ich dachte, keine Ahnung, wo hört denn da die Satire auf? Und alle haben darüber spekuliert, was jetzt hier Satire ist und was nicht. Und dann kam mit dem nächsten großen Ding, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Mit irgendeiner Scheiße. Dänischen RTL-Show habe ich mit einem großen Knall zurückgemeldet und gesagt, was ist denn das für ein scheiß Knall? Was soll das für ein Knall sein? Ja. Bitte, ich guck mal nicht mehr RTL. Und das ist heißt, so relevant. Also im Prinzip ist Böhmermann nicht seriös genug als Satiriker, also zu sehr auf seinen eigenen Marktwert bedacht. Seriös muss man da ja nicht sein. Also ich habe mir das Ganze da auch in ganz natürlicher Weise angeguckt und fand es tatsächlich sehr unterhaltsam, dieses ganze Erdogan. Sendungsding, weil das war... Als Sendung funktioniert? Ich habe Sendung gesehen, ich habe gelacht. Ich weiß auch nicht, für Kunst, was sie da zusammengeschnitten haben. Es war sowas Absurdes und deswegen weiß ich gar nicht, wie man so eine Unterlassung überhaupt rausjagen kann, weil das hat alle Kunstaspekte erfüllt, in meinen Augen, die es erfüllen muss. Aber das heißt noch lange nicht, dass er mit allem recht hat. Wollen Sie was dazu sagen? Sonst die Wortmeldung da hinten. Ja, ganz gut. Ja, mein Name ist José Luis Ortega, ich bin Stadtrat hier in Hernagin. Es gibt ein paar Punkte in der Diskussion, die ich nicht so genau mittragen könnte. Das Erste, was in Ihren Antworten mehrfach gekommen ist, was darf Satire? Und Ihre Antwort war, wie viel darf es kosten? Das ist für mich keine Frage des Kostens. Und zwar, ein Multimillionär darf auch nicht manche Grenzen überschreiten.
Es geht nicht darum, wie viel Geld ich habe und was ich damit machen kann, sondern es gibt, welche Grenzen darf ich überschreiten und welche nicht. Ich mache ein Beispiel vielleicht, damit es verstanden wird, was ich meine. Ich würde keinen rassistischen Witz als Satire bezeichnen, sondern für mich gibt es Gesetze in Deutschland, die das verbieten. Und Gott sei Dank gibt es sie auch. Und die müssen auch beachtet werden. Wann die Grenze überschritten wird, kann ich selber sicherlich nicht entscheiden. Das oft müssen die Gerichte dafür entscheiden. Und deswegen gibt es diese Möglichkeit auch. Und das ist auch richtig. Dass wenn man der Meinung ist, diese Grenze wurde überschritten, vor dem Gericht gehen kann und eine Entscheidung kriegen kann. Ich glaube, das ist in unserer Verfassung in Deutschland verankert und auch richtig so rum. Daher finde ich nicht unbedingt die Grenze und ist es für mich auch nicht lustig zu meinen, wie viel hat es mir gekostet, deswegen kann ich mir das erlauben, sondern welche Grenzen darf ich und welche darf ich nicht überschreiten. Wenn ich nicht sicher bin, dann riskiere ich auch einen Prozess unter Umständen. Ich mache ein anderes Beispiel und das ist etwas, das mich auch in der ganzen Diskussion sehr viel ärgert. Ich bin in Erlangen sehr häufig gegen den Rechten und bin bekannt dafür. Vor kurzem habe ich eine Karte gekriegt. Eine Einladung, Deutschland zu verlassen. Eine Einladung, nach Afrika zu gehen, wurde angeboten, also ich könnte wählen, mit dem Boot zu fahren oder auf eigenen Kosten zu fliegen oder vielleicht die Route des Balkan nehmen. Das könnte man auch als Satire denken. Das machen die Rechten auch. Ich würde aber nicht als Empfänger dieser Nachricht sagen, die Deutschen alle, die Bundesrepublik muss sich bei mir entschuldigen, weil ich diese Karte bekommen habe. Ich weiß, von wem das kommt, ich weiß, dass es Gruppierungen gibt und ich weiß auch, welche Ärger sie mir verursachen können. In der Vergangenheit hat er auch solche Meldungen gekriegt, die nächstes Mal, wenn wir in der Regierung sind, bist du der Erste, der an der Gaskammer geht. Also ich weiß, von wem diese Nachrichten kommen. Besonders die Muslime weiß man auch, welche Terrorgruppen gibt. Aber jeder erwartet von jedem Muslime, dass er sich entschuldigt von dem, was jetzt in Charlie Hebdo passiert wurde, bei jeder Situation. Das ist die Haltung, die wir in Deutschland halten. Und was ich wirklich vermeiden würde in Ihre Verlage, weil ich auch sie mag, wäre, dass Sie den Applaus von solchen Leuten kriegen, die mir diese Karte geschickt haben. Danke. Vielleicht zur Ergänzung, ich glaube, dass er das mit den Kosten nicht nur Schwabe als Geld meinte, sondern eben auch den Preis, den man bezahlt in Ärger oder Angst haben. Ich habe sowieso kein Geld. Ja, ich denke schon, dass es um Morgen geht. Kein einziger von uns meinte, dass es um Geld geht. Also es geht dabei irgendwie, was trauen wir uns. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle, die hier sitzen, einig, dass wenn Sie von Rechtsradikalen aufgefordert werden, das Land zu verlassen, dass es sich dabei, egal wie es formuliert ist, nicht um Satire handelt, sondern es ist einfach nur eine klare Drohung. Und das ist eben die Frage, was ist Satire? Und Satire ist niemals ein Mittel, dass Leute, die eben stärker sind, weil sie sich gewaltbereit aufspielen, gegen eine einzelne Person richten. Das ist einfach keine Satire. Und deswegen, ich glaube, da sind sich alle einig. Zuspitzen, weil ich dachte gerade, es ist ja so gut, dass es keine nennenswerte, ich kenne jedenfalls keine rechte Satire gibt, weil dann würde ja genau das eintreten, was er gesagt hat. Also, Sie müssen nur im Internet mal schauen. Das ist aber keine Satire, das ist plumper Scheiß, also ganz ehrlich. Ich kenne keinen wirklich guten, talentierten Karikaturisten oder so, der rechtes Gedanken gut vertreten kann. Weil das ist eine stumpfe Sache, die keinen Humor hat. Also rechts gibt es keinen Humor. Das ist alles derbe und scheiße. Also das ist das ist aber das Problem logischerweise, dass in der ganzen Satire-Diskussion immer vergessen wird, mal abzustecken, was denn Satire ist und dass man einfach mal auch, dass es dummerweise echt eine intellektuelle Angelegenheit ist. Also bei dummen Leuten kannst du nicht Satire machen, da kriegst du eben einfach nur aufs Maul. Fertig. Weil da kannst du auch keinen
Bullshit, dann coolen Schlagabtausch, ein paar Worte und sowas, das geht da alles nicht. Da heißt es, du machst einen coolen Spruch, den du total lustig fandest, und mehr als Platsch macht es halt nicht. Also, aber dann, es ist ja richtig, es herrscht ja sicher Einigkeit, sagt, Rassismus geht nicht, dafür gibt es Gesetze. Da würden wir sofort sagen, ja, die gibt es zu Recht. Also kann Satire nicht alles, auch wenn der rechte nationalistische Satiriker sagen würde, nö, das ist Satire. Aber dann müsste ja im Schluss eben die anderen Gesetze, solange es sie gibt, mit Beleidigung oder diese Pseudo-Majestätsbeleidigung von Staatsoberhäuptern, müsste man sagen, ja gut, das ist eben auch Gesetz und deswegen ist es auch richtig, dass es das gibt. Ich frage mich doch immer, diese ganzen Experten, die dann einschätzen sollen, ob das jetzt Satire ist oder eine Beleidigung oder sonst was, also woher nehmen die dieses Fachwissen? Also, da würde mich das mal so interessieren, wie man das rausfindet, ob ein Witz ein Witz ist. Das, also, wenn man es nämlich auseinander nimmt, bleiben ja nur noch bröselige Atome übrig. So. Oh, das ist jetzt sehr metaphysisch. Wie war die Frage vorher? die fand ich besser, die möchte ich lieber. mit den Gesetzen, dass die... Also natürlich gibt es ja gesellschaftliche Wandel und einige Gesetze sind dann eben mit der Zeit auch überflüssig. Das hat ja die Regierung selbst erkannt, dass zum Beispiel der Paragraph der sogenannten Majestätsbeleidigung jetzt auch langsam mal in die Altlastentonne darf. Und ansonsten ist das schon alles ganz, ganz okay, so wie es gerade ist. Wir kommen ja doch mehr oder weniger damit zurecht. Und zu erkennen, was ein Witz ist, ja, naja, also das ist dann so ein Gefühl. Also wenn du was gezeichnet hast und der Cartoon ist fertig, dann schaust du drauf und fragst dich, ja, funktioniert das jetzt? Und dann... Nee, selber auch was Schickes los, das ist ganz normal. So, also da gibt es ja jetzt irgendwie keinen Leitfaden oder eine Formel, die man abarbeitet, das hat man dann irgendwann tatsächlich also Bauchgefühl. Ich habe gelernt aus den Lektüren, die ich hier für betrieben habe, dass vor Gericht in solchen Prozessen, außer dass Gutachter berufen werden aus den einschlägigen Fachrichtungen, die dann entweder Kunstgeschichte oder Literaturwissenschaft und sind, die also dann lang und breit erklären, warum das Kunst ist oder nicht Kunst, dass die Konstruktion immer ist der sogenannte Normalverbraucher. Wie wirkt das auf den sogenannten Normalverbraucher? Das soll dann die Objektivität erzeugen, das nicht heißt, es ist jetzt der Geschmack des Richters, der gesagt hat, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Aber auch das, der Normalverbraucher, ist ja eine Fiktion. Man weiß ja nicht, wie der ist. Stimmt. Wir in dem Beruf gehen nicht so, wie wir alle denken. Ja, also wir gehen auch gar nicht mal wir gehen natürlich nicht vom dümmsten anzunehmenden Leser aus, sondern von einem Satirekundigen. Also wir machen ja Satire in einem satirischen Medium. Deswegen steht ja auch vorne drauf auf dem Heft, das ich übrigens ab heute auch wieder. steht ja Satire-Magazin und man braucht diese Vorbildung, man muss wissen, ja, was geschieht hier ist. Man muss schon mal was von Satire gehört haben. In 20 Minuten macht die Messe zu, sehe ich gerade. Gibt es noch Fragen? Darf ich ganz kurz, das Argument möchte ich mal für mich persönlich entgreifen. Ich denke nicht, dass alle Muslime irgendwas schuld sind, bloß weil es ein paar Vollidioten gibt, die meiner Meinung nach die Religion missbrauchen, um ihren eigenen Schuh da durchzudrücken. Also, das ist nicht so. Auch wenn die anderen lauter schreien, also die haben nicht recht. Gibt es noch Fragen oder Wortmeldungen aus dem Publikum? Ich hatte auch noch ein Schlusswort. Ja. Also zu der Frage, gibt es irgendwie rechte Satire, hatte ich auch im Vorfeld irgendwie drüber nachgedacht. Und ich glaube, der Einzige, den man ansatzweise so bezeichnen könnte, was sich dann natürlich sofort auch wieder auflöst, weil ja rechte Satire per se nicht existiert, wie ja zum Beispiel Dieter Nuhr. Der hat einfach irgendwie eine so durchweg neoliberale, wertkonservative Einstellung, dass es nicht möglich ist, dass er Satire macht, weil er sich grundsätzlich über Schwächere lustig macht. Und das ist also, während Böhmermann irgendwie noch einfach das uneigentliche Sprechen drauf hat, er ist einfach kein Rassist und er textet ein rassistisches Gedicht an,
dann ist das uneigentliche Sprechen. Und ich nehme ihm das ab. Ob ich ihn jetzt sonst wahnsinnig toll finde oder nicht, also ich nehme ihm das uneigentliche Sprechen ab. Es ist also eine Metaebene da drin. Während ich Dieter Nuhr uneigentliche Sprechen nicht abnehme, wenn er sich über Griechen aufregt, irgendwie die aus Not ihren Esel aufessen müssen. Dann ist es leider bei Dieter Nuhr einfach tatsächlich seine Meinung. Also wäre jetzt mal so, was könnte mir gerade... Ja, das weiß ich nicht genau, wer das abstreiten würde. Nein, das steht ja drüber. Aber das ist ein Effekt, den ich finde, der in den letzten 20, 30 Jahren auch durch das Fernsehen entstanden ist, dass bestimmte Kabarettisten, also mir ging es mit Georg Schramm so, so verwachsen sind mit bestimmten Haltungen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich lache da nicht mehr drüber, weil das ist jetzt eigentlich politischer Kommentar und das ist eigentlich nicht mehr uneigentlich. Ja, so ein Kabarett. Also ein Kabarett. Ein langweiliger Humor, wenn ich auch drunter ins Kabarett vor Ort. Also, dass da jetzt Comedian ist oder Satiriker oder keine Ahnung was, das ist ja eher eine. Sie wechseln Berufsbezeichnung, um weiterhin im Feld agieren zu können. Also, und da finde ich, also was dieses wir spielen Stadion mit Satire angeht, das funktioniert meiner Meinung nach sowieso nicht so richtig, weil Satire, glaube ich, was echt Privates ist. Also, wo jeder das selber erstmal angucken muss, bringen muss, was hat denn der da hinten am Arsch? Das ist nicht was du so nach vorne machen kannst, sondern ich muss für jeden erstmal selber funktionieren und dann kannst du dich darüber aufregen und sagen, ja guck mal, die Titanic wieder gerissen hat, geil. Also ich glaube, dass das eher so lautes Witze machen mit bereits bekannten und gelernten Klischees ist, also fällt bei mir eher nicht so in die Satire rein. Vielleicht nicht. Ich habe bei der Recherche alter Titanic-Kammer dann gesehen, dass dieses berühmte Ziegenficker-Motiv, das Böhmermann da parodiert, tatsächlich aus der Titanic stammt. Und zwar 1984, es war keine Ziege, es war ein Schaf. Da kam Papst Wojtyla, Titelbild, ich komme, hinter dem Schaf und dann das Schaf sagt, der Papst kommt. Das gab Ärger, glaube ich, aber nicht genug Ärger, als der Papst wiederkam. Da gab es dasselbe bisschen gealterte Gesicht. Ich komme schon wieder. Der Papst kommt schon wieder. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.